Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Bundesliga-Blitzvorschau. Wir sind schon bei Platz 2, dem Überraschungsvizemeister angekommen. Das war der VfB Stuttgart. Und ich begrüße Reporter Julian Lagardi. Servus, André. Ich freue mich mal wieder, bei dir Gast sein zu dürfen. Ich freue mich auch. Und jetzt erzähl mal, Startelf beim VfB, wie sieht die aus? Jawohl, also im Tor Alexander Nübel ganz klar gesetzt als Nummer 1 des VfB. Links hinten Maximilian Mittelstädt, in der Innenverteidigung Jeff Chabot, der Neuzugang, und auch der zweite Neuzugang mit Yannick Keitel. Der wird gegen Freiburg ziemlich sicher starten, da Dan Axel Sagadou nach wie vor verletzt ist. Der arbeitet sich nach dem Kreuzbandriss im Knie aktuell zurück. Rechts hinten beginnt Stenzel gegen seinen Ex-Club Freiburg, auch da, weil Wagnermann noch verletzt ist. Klarer ist es dann auf der Sechserposition. Neukapitän Atakan Karasor wird da neben Angelo Stiller spielen, und in der Offensive haben wir auf den Flügeln natürlich Chris Führig und Enzo Mio und vorne der neue Supersturm des VfB mit Demirovic und Dennis Undav. Undav hat zwar noch ein bisschen Trainingsrückstand, dennoch gegen Freiburg zum Bundesliga-Auftakt könnte ich mir gut vorstellen, dass Hoeneß ihn auch von Beginn an direkt bringt. Wer sind die drei wichtigsten Spieler beim VfB? Da haben wir natürlich zum einen auf jeden Fall Alexander Nübel, der wirklich endlich wieder Stabilität da hinten im Tor reingebracht hat. Da hatten Bredlo und auch Müller zuvor mehrfach gepatzt. Seitdem Nübel da ist, steht der VfB da wirklich wieder gut da und es ist kompakt. Wir haben Angelo Stiller, der ein absoluter Wunschspieler von Sebastian Hoeneß war und auch so als Ruhepol und auch als Taktgeber im Mittelfeld, so als Box-to-Box-Spieler da fungiert und unglaublich wichtig für die Mannschaft geworden ist. Und wir haben natürlich Dennis Undav, der als Identifikationsfigur und als Fanliebling so wichtig für den VfB ist wie kein anderer Spieler. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Thomas Müller beim FC Bayern. Also der hat wirklich unglaubliche Beliebtheitswerte hier in Stuttgart, ist Spaßvogel und nebenbei trifft er natürlich auch. Letzte Saison 19 Tore, 10 Vorlagen, also ist immens wichtig für die Stuttgarter. Positive Überraschung, Julian, wer hat da Potenzial? Ich glaube tatsächlich Justin Diehl, der kam vom 1. FC Köln, Sturmtalent. In Köln hatte der hier und da mal ein paar disziplinarische Probleme, wurde auch mal suspendiert tatsächlich von Baumgart und auch von Nachfolger Schulz. Ich glaube aber beim VfB könnte der richtig durchstarten. In der Vorbereitung super gespielt, trickreich gewesen, torgefährlich, ist im Training sehr, sehr eifrig. Und Hoeneß hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er ein paar Spieler hinbekommen hat, die hier und da mal ein paar Flausen im Kopf haben. Zum Beispiel Enzo Mio war so ein Beispiel. Und ich glaube, Justin Diehl, wenn er dem Spielzeit gibt, wenn er einen guten Tag erwischt, könnte der in der neuen Saison hier und da für Überraschungen sorgen. Und wer hat Potenzial für eine negative Überraschung? Da bin ich tatsächlich bei Chris Führig. Man muss sagen, der hätte den VfB in diesem Sommer gerne verlassen. Letztlich hat aber kein Verein ernst gemacht. Kein Verein hatte die Ausstiegsklausel ziehen wollen. Das liegt so zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Liegt auch daran, dass Führig gegen Ende der letzten Saison tatsächlich abgebaut hat. Also in den letzten 9 Saisonpflichtspielen war der nur an einem Treffer beteiligt. Und ich glaube auch, dass er es in dieser Saison schwer haben wird in der Nationalelf. Ich glaube, er muss da wirklich um seinen Platz kämpfen, und ja, ich glaube, er hat beim VfB auf jeden Fall das Potenzial, da ein bisschen zu enttäuschen. Best Case für den VfB, wie sieht der aus? Ja, man muss sagen, der Kader des VfB ist in der Breite so gut wie noch nie. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es jemals schon so gut ausgesehen hat. Deswegen, die Stuttgarter verkraften die Dreifachbelastung, kommen in der Liga wieder ins europäische Geschäft, also mal mindestens unter die Top 6 und erreichen auch das Achtelfinale in der Champions League. Okay, Worst Case? Worst Case natürlich die Dreifachbelastung. 3-4 Spieler sind nur Champions League erfahren beim VfB im Kader, dass die damit überhaupt nicht klarkommen werden. Es ist eine sehr junge Mannschaft und dass der Druck viel zu groß sein wird. Sie haben Leistungsträger verloren wie Anton, wie Ito, wie Girassi. Und ob sich das mit den vielen Neuzugängen so schnell finden wird, ist schwierig. Und wenn der VfB da Pech hat, dann kann auch der Blick ganz schnell mal nach unten und nicht mehr nach oben gehen. Was sind die Wahrheit, die Bosse nicht hören wollen? Also es ist ja so, dass gerade das Saisonziel auch wieder, dass man da gerade hört, wir wollen eine ruhige Saison spielen, wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte erreichen. Das kannst du in Stuttgart natürlich jetzt niemand mehr vermitteln. Du hast in der vergangenen Saison punktemäßig die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Du hast Transferausgaben en masse gehabt. Knapp 30 Millionen für Undav, knapp 21 plus 5 für Demirovic. Und du hast natürlich das Stadion immer voll, 60.000 Zuschauer. Die Erwartungshaltung ist deutlich gestiegen durch diese Vizemeistersaison. Das ist natürlich auch ein bisschen der Fluch der guten Tat. Aber die Stuttgart-Bosse müssen da oder sollten da schon offensiver sein, was das Saisonziel angeht. Welcher Spielerfrau müssen die Stammis auf Insta folgen?
Da haben wir die Lea Prinz, das ist mittlerweile die Verlobte von Maximilian Mittelstädt. Die hat auf Instagram 92.000 Follower, hatte phasenweise in der Saison sogar mehr als Maxi, also ihr Freund. Der hat dann, als er Nationalspieler wurde, da ein bisschen aufgeholt. Aber ja, sie ist da auf Instagram so eine Art Influencerin, gibt da immer mal wieder Beauty-Tipps, postet Urlaubsbilder. Und natürlich Ende Juli haben sie natürlich auch die Verlobung groß präsentiert. Maxi Mittelstädt hat ihren Heiratsantrag gemacht auf Mallorca und idealerweise soll die Hochzeit dann nächsten Sommer auch wieder auf Mallorca stattfinden. Genau. Was ist deine steile These für die kommende Saison? Ich bin ja der Meinung, gerade jetzt nach dem neuen Rücktritt in der DFB-Elf, dass es nicht ausgemacht ist, dass Ter Stegen da der direkte Nachfolger wird. Ich glaube tatsächlich, wenn Alexander Nübel so weitermacht wie in der letzten Saison, dass er da ein ernstes Wörtchen um die Nachfolge mitreden wird. Ich sehe aktuell zumindest keinen besseren deutschen Torhüter als ihn und ich glaube tatsächlich, dass er dann auch für 2026 eine gute Chance hat, die Nummer 1 zu werden, gerade wenn er dann auch kommende Saison tatsächlich zum FC Bayern zurückkehren sollte. Entwickelt sich Nübel in dieser Saison gerade auch mit der Champions League so weiter wie in der vergangenen Saison, dann kämpft er auf jeden Fall im DFB-Team um die Nummer 1, meine Meinung. Und am Ende, wo landet der VfB? Ich glaube, am Ende wird es Platz 5 und damit könnten alle ganz gut leben. Okay. Julian, ich danke dir. Das war die Bundesliga-Blitzvorschau zum VfB Stuttgart. Morgen die letzte Bundesliga-Blitzvorschau mit Bayer Leverkusen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja.